Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Letzte Woche war es in Hannover wieder soweit. Die CeBIT hat stattgefunden, aber so richtig mitbekommen hat das eigentlich kaum einer. Denn es wurden keine neuesten Smartphones, Tablets oder sonstige Weltneuheiten präsentiert. Ich selber war am Mittwoch live vor Ort. Den ganzen Tag habe ich mir die CeBIT angeguckt. Es hat mir in Summe gut gefallen, aber ich hatte auch den Eindruck, dass die CeBIT weg von irgendwelchen Präsentationen ist, sondern mehr hin in die Richtung einer Business-Messe geht. Dennoch, AVM, die Hersteller der Fritzbox, die haben tatsächlich etwas Neues vorgestellt, und zwar gleich 4 neue Fritzbox-Router-Modelle. Eine Sache hat mich dann aber doch richtig, oder eigentlich 2 Sachen haben mich auf der CeBIT fasziniert. Einmal derjenige, der sich da jede Menge NFC-RFID-Chips unter die Haut gepflanzt hat und das auch für andere Leute angeboten hat. Wobei, ganz ehrlich, da erschließt sich mir noch nicht wirklich der Sinn. Und das zweite waren die Drohnen, wo wirklich Drohnen gegeneinander, unter anderem auch gegeneinander Wettrennen gemacht haben, und das war toll mit anzusehen. Freunde eines offenen, unverschlüsselten WLANs hüpfen bereits im Kreis, denn in naher Zukunft wird es wieder ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes geben, diesmal zum Punkt Störerhaftung. Einige Leute haben ein offenes, unverschlüsseltes WLAN angeboten und wurden daraufhin abgemahnt, weil andere Leute in diesem WLAN Musik zum Beispiel getauscht haben. So, und dann wurde sich durch die diversen Instanzen geklagt, jetzt ist man beim EuGH, und der fällt in naher Zukunft sein Urteil. Jetzt hat der Generalanwalt sein Abschlussgutachten vorgelegt, wo er dann empfiehlt, und in der Regel folgen die Richter diesem Gutachten, aber nicht immer, also es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Und im Gutachten heißt es dann so, ja, offene WLANs sind zulässig und auch unverschlüsselt und diejenigen sollten halt nicht haften. Rechteinhaber können aber verlangen, dass man halt alle möglichen Maßnahmen ergreift, um sowas dann zu unterbinden. Wie das Ganze in der Realität dann aussieht, wissen wir noch nicht. Ob die Richter dem Urteil oder diesem Gutachten überhaupt folgen, da ist auch noch nichts. Es gibt also noch kein Urteil, noch nicht freuen. Und bevor hier sich jetzt jeder denkt, super, das betrifft mich auch als Privatperson. Nein, die Kläger sind alles Leute, die diese WLANs im Rahmen ihres Gewerbes zugänglich gemacht haben. Einer in einem Geschäft, der andere in einem Café, Restaurant oder sowas. Das betrifft also noch nicht die Privatnutzer. Da müssen wir uns noch was gedulden. Das ist also diese Geschichte. Auch für Aufregung hat Microsoft diese Woche gesorgt, denn sie beginnen endlich damit, Windows 10 für ältere Lumia-Geräte auszuliefern. 640er, 39er, 1520er und. Aber die Aufregung ist jetzt nicht, dass jetzt Windows 10 endlich für die Geräte verfügbar gemacht wird. Da hätten die Leute auch früher in der Developer-Version schon mit rumspielen können, sondern dass nicht alle älteren Geräte auch das Update auf Windows 10 bekommen. So, und da wird jetzt geschrien, ihr habt es uns doch versprochen. Nein, Microsoft hat es hier und da vielleicht angedeutet, aber sie haben halt sich da nur geäußert, wir planen, dass alle Windows 8 Geräte auch das Update auf Windows 10 bekommen. Ne, das ist halt nett, aber ich sag mal, es ist noch ein Unterschied zwischen wir planen das und wir versprechen das hoch und heilig, dass es so kommt. Und mal ganz ehrlich, nach diesem Update-Fiasko von Windows 7 auf Windows 8, haben viele Microsoft ja sowieso nicht mehr richtig geglaubt. Aber ich freue mich jetzt aber zumindest, dass es jetzt für einen Großteil der älteren Geräte, der neueren älteren Geräte, soweit ist, dass die Updates endlich ausgeliefert werden. Der neue alte Twitter-Chef hat jetzt ein Machtwort gesprochen und gesagt, nein, die 140-Zeichen-Grenze wird bestehen bleiben. Wir lösen die nicht auf, wir erhöhen die nicht, wir verringern die aber auch nicht, sondern es bleibt alles beim Alten. Also die Gerüchte, dass diese 140-Zeichen-Grenze demnächst fällt, nö. Die Apple-Fans freuen sich bereits, denn morgen Abend ist es soweit. Es wird wieder ein neues Apple-Event abgehalten und ja, es gibt einen Livestream und ja, es gibt jede Menge Gerüchte. Ich gebe mal ganz kurz meine Tipps ab. Ja, es wird ein kleines iPhone geben, also jetzt noch nicht die 7er Generation, sondern so ein 4 Zoll, eine Weiterentwicklung, ein Update vom 5S, was ja Apple bisher als 4 Zoll Gerät weiterhin im Verkauf hat und was ja immer noch gekauft wird, denn es gibt genügend Leute, die ein kleines Smartphone haben wollen. Und denen reicht dann auch ein 4 Zoll Display. Da brauchen wir jetzt aber mehr Power, neuer Prozessor, vielleicht neue Kamera, aber auf jeden Fall Apple Pay Unterstützung. Dann, ja, es wird ein neues iPad geben. Unsere klassische iPad-Form, 9,7 Zoll Bildschirmdiagonale. Eigentlich müsste es jetzt ja iPad Air 3 heißen. Da spekulieren ja viele auf den Namen iPad Air Pro. Ja, wenn es denn dann, ich sag mal, viele Features vom Pro kriegt, zum Beispiel den Prozessor, mehr Lautsprecher und dann Apple Pencil-Unterstützung. Ich bin mal sehr gespannt, was das Ganze dann kosten wird. Vielleicht gibt es einen Ausblick auf die neue iOS-Software, auf die neue macOS-Software. Naja, mal gucken. Dann spekulieren ja viele mit, was der Slogan Let
Asloopio in heißt. Vielleicht wird es neue Apple Watch Bänder geben. Vielleicht wird es ja auch eine neue Apple Watch vorgestellt werden. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt genügend Dinge, die vorgestellt werden können. Neue Macs, weniger. Vielleicht endlich das lang ersehnte Haswell Update. Und noch was aus der Gerüchteküche. Sony plant angeblich eine PlayStation 4,5, damit auch 4K-Spiele am heimischen Fernseher gezockt werden können. Naja, sagen wir mal so, dass irgendwann ein 4,5 Update kommt. Ja, kann ich mir vorstellen. Auch bei Microsoft hatte man sich ja geäußert, dass man sich eine neue Xbox One mit besserer Hardware vorstellen kann. Ja, aber dass sie dann wirklich den Sprung auf 4K bereits schaffen, glaube ich nicht dran. Denn auch wenn vielleicht viele Spiele direkt dafür schon angepasst oder leicht angepasst werden könnten, was das auf der Hardware-Front bedeutet, dass die Konsolen den Sprung auf 4K schaffen, da glaube ich nicht dran. Da müssten die Konsolen nicht nur vom Innenleben, auch von der Kühlung, denn das ist viel, viel, viel rechenintensiver, das Ganze so darzustellen. Ich glaube nicht, dass so wirklich so ein 4K-Update kommt, beziehungsweise dass es so schnell kommt. Ich glaube, die Konsolen und auch Sony-Hersteller, die konzentrieren sich erstmal auf Projekt Morpheus, Virtual Reality, diese Brillen. Das ist erstmal für die der neueste Trend und noch nicht 4K. Es wird einen Indiana Jones 5 Film geben, aber ihr braucht noch keine Tickets zu kaufen, denn der soll erst am 19. Juli 2019 in die Kinos kommen. Wir haben also noch über 3 Jahre Zeit, aber die werden sehr schnell vorbeigehen. Wir werden uns noch alle wundern. Es gibt aber 2 Dinge, die mich sehr beunruhigen. Denn auch als Indiana Jones hat Harrison Ford einen Sohn. Und wir wissen ja noch alle, wie der letzte Harrison Ford Film mit Sohn ausgegangen ist. Ich will es nicht nochmal erleben. Und das zweite ist die Meldung, dass angeblich der Drehbuchautor, der für Indiana Jones 4 verantwortlich war, und wir erinnern uns alle noch, soll auch Indiana Jones 5 an das Drehbuch schreiben. Oh Mann. Eine Serie der Woche gibt es auch und natürlich ist es die 2. Staffel von Daredevil. Seit einigen Tagen bereits auf Netflix zu sehen. Ich habe die ersten paar Episoden bereits geguckt und bin direkt gepackt und es geht düster. Also es gefällt mir und ich glaube sehr, dass diese 2. Staffel wirklich eine Guck-Empfehlung sein wird. Ein altes QWERTY habe ich diese Woche nicht an, sondern ein stinknormales New York Jets T-Shirt. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 227. Ist vorbei, euch allen schönen Start in die Woche, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Mal wieder ein Event ab und es gibt natürlich Gerüchte, es wird ein normal großes iPad. Jetzt habe ich kein iPad hier rumfliegen, verdammt.